Vielen Dank. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Am 14. Oktober haben sich der Bund und die Länder also auf einen neuen Länderfinanzausgleich für die Zeit ab 2020 geeinigt. Im Wesentlichen hat die Neuordnung eine Abschaffung des horizontalen Finanzausgleichs zur Folge. Durch ihn wurde bislang, das haben wir schon gehört, circa ein Viertel der Einnahmen aus der Umsatzsteuer von Reichen an die armen Länder verschoben, der Rest nach der jeweiligen Bevölkerungsanzahl verteilt. Damit entfällt auch der Umsatzsteuervorwegausgleich nun und damit wird eine zentrale Forderung von NRW erfüllt. Denn NRW steuerte bislang oder ab 2014 fast 2,3 Milliarden Euro zum Umsatzsteuervorwegausgleich bei und erhielt gleichzeitig nur gut 900 Millionen Euro. Beim nachgeschalteten Länderfinanzausgleich wieder zurück. So. Mit der Neuregelung gewinnt unser Land also voraussichtlich 1,4 Milliarden Euro dazu ab 2020. Für sich alleine genommen ist also dieser Teil der Einigung aus finanzieller Perspektive heraus durchaus zu begrüßen. Außerdem ist NRW endlich die Negativbezeichnung Nehmerland los. Gut für die verletzte Eitelkeit der rot-grünen Landesregierung. Aber wie hoch ist der Preis für diese punktuelle Genugtuung? Alle Bundesländer werden nun finanziell entlastet, da der Bund künftig rund 9,5 Milliarden Euro in das neue System einspeist. Somit ist die finanzielle Besserstellung von NRW nicht auf das individuelle Verhandlungsgeschick der Landesregierung zurückzuführen, sondern es war praktisch ein Ding der Unmöglichkeit, am Ende der Verhandlungen nicht mit mehr Geld in der Landeskasse dazustehen, Frau Kraft. Und da haben meine Vorredner recht an dieser Stelle. Und ob das neue System, so wie es angepriesen wird, tatsächlich viel transparenter und nachvollziehbar für die Öffentlichkeit ist, bleibt erst noch einmal abzuwarten. Das alte System der Bund-Länder-Finanzbeziehungen war maximal intransparent und kompliziert. Das stimmt. Vielleicht haben 20 Menschen in Deutschland es in seiner Komplexität völlig verstanden. Ein Blick in die Pressemitteilung der Bundesregierung zu der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs lässt aber nicht gerade auf einen Transparenzgewinn hoffen. Aber es ging bei der Einigung zwischen Bund und Ländern nicht nur um den Finanzausgleich, das haben Sie ja auch dargestellt. Vielmehr handelt es sich um ein kaum nachvollziehbares, alles miteinander vermischendes Verhandlungspaket. Es ist, um es ganz klar zu sagen, ein fauler Deal, der die Neuordnung von Finanzströmen mit der Verlagerung von Kompetenzen von Ländern auf den Bund verknüpft. Frau Ministerpräsidentin, ich stimme Ihnen zu, dass eine Ausweitung des Unterhaltsvorschusses dringend notwendig ist. Aber das kann und soll man auch tun, ohne gleichzeitig die Autobahnen zu privatisieren. Das geht. Ja, ja. Und dann kommen wir zu unserem, das ist unser Hauptkritikpunkt. Die Bundesländer haben einen zu hohen Preis für ihre finanzielle Besserstellung gezahlt, nämlich die Abgabe zahlreicher Gestaltungskompetenzen an den Bund oder anders gesagt, Kohle gegen Kompetenz. Das ist eine schlechte Nachricht für das Land NRW. So wird unsere Demokratie, unser Föderalismus in finanzielle Geiselhaft genommen. Die Politik der schwarzen Null führt dazu, dass der Bund den Ländern und Kommunen nicht genügend Haushaltsmittel zur Bewältigung ihrer steigenden Aufgaben bereitstellt. Die Infrastruktur in unserem Land, die Schulen und Straßen zerfallen, während Schäuble im Bund das Geld zusammenhält. Gleichzeitig wird im Bundestagswahlkampf schon mal mit Steuersenkungsversprechen gewedelt. Ist das die gemeinte Generationengerechtigkeit? Hat man die unteren Ebenen des föderalen Systems durch diese finanzielle Austrocknungspolitik erst einmal ausreichend in Haushaltsnotlage gebracht, steigt zwangsläufig die Bereitschaft der Länder für zusätzliche finanzielle Mittel, weitere Gestaltungskompetenzen an den Bund abzugeben und das alles bei immer mehr rückender Schuldenbremse. Herr Laschet, wie Sie das mit den Worten von Ihrem Parteikollegen Herr Lammert in Einklang bringen können und das hier loben können, bleibt mir schleierhaft. Das kriegt kein normaler Mensch übereinander von der Logik.
Die finanziellen Zugeständnisse der Bundesregierung im Zuge der Neuordnung des Länderfinanzausgleichs sind daher kein Ausdruck von Großzügigkeit. Im Gegenteil, die Einigung ist kein guter Deal für die Länder. Mit der Abgabe von immer mehr Kompetenzen an den Bund stirbt jedes Mal ein Stückchen Föderalismus in Deutschland. Und wenn Sie so weitermachen, fällt bald der letzte Vorhang für die föderale Demokratie. Und das ist genau das genaue Gegenteil Ihrer Ankündigung, Frau Kraft, hier eben am Mikro die föderale Struktur bewahren zu wollen. Meine Damen und Herren, schwerwiegende Folgen für die Menschen in NRW wird die Neustrukturierung des Länderfinanzausgleichs im Bereich Verkehr haben. Das Wichtigste steht im Kleingedruckten des Beschlusses. Das ist wie bei Ihren Handyverträgen. Zentraler Bestandteil des Finanzausgleichs ist die Schaffung einer Bundesautobahngesellschaft oder Infrastrukturgesellschaft Verkehr, wie es im Text heißt. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und die Autolobby liebäugeln seit langem mit dem Zugriff auf die Kompetenzen der Bundesfernstraßenverwaltung. Was heute noch in Länderhand ist, soll nun laut Beschluss vom 14. Oktober auf Bundesebene zentralisiert werden. Das heißt, die Infrastrukturgesellschaft würde die Zuständigkeit für alle Bundesautobahnen und potenziell auch für die übrigen Fernstraßen für Pflege, Planung, Bau, Sanierung und Finanzierung übertragen bekommen. Die 6.000 Mitarbeiter von Straßen NRW, der größte Landesbetrieb seiner Art in Deutschland, stehen dann selber auf der Straße. Die Abgabe von Gestaltungskompetenzen an den Bund hat also unmittelbar drastische Konsequenzen für die Landesbediensteten in NRW, und das ist nicht im Landesinteresse. Viel dramatischer ist aber eine Bundesautobahngesellschaft, der Voll- oder Teilprivatisierung der Autobahn Tür und Tor öffnet. Das ist im Beschluss vom 14. Oktober eindeutig festgelegt, dass die Infrastrukturgesellschaft privatrechtlich organisiert sein wird, hat der Kollege von den Grünen ja sogar selbst hier angeführt. Im Klartext heißt das, es läuft entweder auf eine AG oder eine GmbH hinaus und gerade nicht auf eine Anstalt öffentlichen Rechts, wo der Staat immer 100-prozentiger Eigentümer wäre. Anders als Sigmar Gabriel und auch die Ministerpräsidentin hier behauptet, wird eine Privatisierung der Autobahn auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass man im gleichen Atemzug, ich zitiere, das unveräußerliche Eigentum des Bundes an Autobahnen und Straßen im Grundgesetz festschreiben will. Zitat Ende. Denn bezieht man dies auf den privatrechtlichen Eigentumsbegriff, hieße das lediglich, dass der Bund zwar noch formal Eigentümer im Grundbuch steht, aber wie gesagt, Planung, Bau, Finanzierung, Erhalt der Bundesfernstraßen können trotzdem komplett an private Investoren übertragen werden. Das ist kein Widerspruch, und deswegen ist da auch keine Grenze von Ihnen eingezogen worden. Um eine Privatisierung der Autobahn in Deutschland auszuschließen, müsste die Infrastrukturgesellschaft zu 100% im Eigentum des Bundes bleiben. Der Bund kann aber problemlos 100% der Gesellschaftsanteile an private Investoren verkaufen. Mit bewusst schwammigen Passagen im Beschlusstext, das haben Sie ja selber eingestanden, wird ein zukünftiger Verkauf der Anteile an der Infrastrukturgesellschaft durch den Bund erst ermöglicht. Und da reicht es nicht, Frau Ministerpräsidentin, dass man sich den Text der Vereinbarung im Nachhinein noch mal genauer anschauen und prüfen möchte. Das muss man bitte schön vorher machen, bevor man eine Vereinbarung unterschreibt. Sie ärgern sich über Sanifair an deutschen Raststätten. Warten Sie ab, bis Investorengebühren für die Autobahnparkplätze an Raststätten verlangen werden. Dann wird es lustig. Heuschrecken und Renditejäger werden zu Asphalt-Junkies. Dann leben wir bald auch in einer Sanifair-Demokratie. Herr Finanzminister, ich frage Sie, warum hat sich nicht auch NRW gegen eine drohende Autobahnprivatisierung gestemmt, wie es zum Beispiel Thüringen tat, ausweislich der Protokollerklärung, die Sie abgegeben haben? Es ist entscheidend, schon jetzt den Verhandlungskorridor an akzeptablen Verhandlungslinien festzulegen. Es darf nicht sein, dass NRW einen Blankoscheck für Privatisierungen der Autobahnen erteilt. Und genau das ist die Vereinbarung, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen.
Wir wissen doch alle, die Einrichtung einer privatrechtlich organisierten Verkehrsinfrastrukturgesellschaft ist auch ein Vehikel zur Finanzierung der Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen über den Kapitalmarkt. Für Hedgefonds, Großbanken oder Versicherungskonzerne werden neue, attraktive Investitionsmöglichkeiten geschaffen. Alle anderen müssen mit dem Nullzinsdiktat der EZB leben, samt Negativzinsen auf ihrem Tagesgeldkonto und Gebühren am Geldautomaten. Wann hat dieser Privatisierungswahn endlich ein Ende, frage ich. Alles Hirngespinste, sagen Sie? Auf keinen Fall. Der Abnicker der EU-Kommission bei der Dobrindt-Maut zeigt doch, die Autobahnprivatisierung ist näher denn je. Alles, was in Sachen Privatisierung und Liberalisierung des Allgemeinwesens irgendwie rechtlich möglich ist, wird über kurz oder lang auch durchgesetzt. Verlassen Sie sich drauf. Bald droht nicht nur die staatliche Pkw-Maut, sondern auch Wegzoll privater Investoren. Dabei wirkt sich die fehlende soziale Komponente bei einer Investorenmaut noch gravierender aus. Sie muss einkommensunabhängig gezahlt werden. Jeder, unabhängig von seiner Einkommenslage und Vermögensverhältnissen, wird voll zur Kasse gebeten. Das führt zu einer weiteren gesellschaftlichen Spaltung. Wieder ein Schritt weiter weg vom Grundrecht auf Mobilität. Nicht mit uns Piraten, nicht in unserem Namen. Und hier schließt sich der Kreis. Erst wird durch die Politik der schwarzen Null und der Schuldenbremse die Infrastruktur in unserem Land kaputt gespart. Dann kauft der Bund den Ländern mit dem neuen Länderfinanzausgleich elementare Gestaltungskompetenzen ab. Und bald werden wir erleben, dass der Bund diese neuen Kompetenzen an private Investoren in Form einer ÖPP-Konstruktion weiterreicht. Begründung: Es gäbe ja nicht ausreichend öffentliche Mittel, die Infrastruktur instand zu halten. Für dieses perfide Konstrukt wurde einst der Begriff Kuhhandel erfunden. Ich komme zum Schluss. Wir Piraten fordern in unserem Antrag, dass die Landesregierung jetzt einer drohenden Privatisierung der Autobahn einen Riegel vorschieben muss. Es darf keinen Blankoscheck für eine Infrastrukturgesellschaft Verkehr geben. Die Landesregierung muss den vollumfänglichen Fortbestand des Landesbetriebes Straßen NRW mit seinen 6.000 Mitarbeitern garantieren. Genau das sagt unser Antrag. Stimmen Sie ihm zu. Er ist sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kern, für die. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Sie müssen gut zugehört haben, um festzustellen, dass weder der Finanzminister, noch der Verkehrsminister, noch die Ministerpräsidentin in der Sache die Anwürfe hier widerlegen konnten, sondern es steht nach wie vor im Raum, und das wurde sogar vom Koalitionspartner der Grünen ja bestätigt, dass hier über das Gleis schon entschieden ist. Der Waggon fährt in Richtung Privatisierungsgesellschaft, weil sonst wäre es überhaupt nicht nötig gewesen, eine private Rechtsform zu wählen. Und das konnte hier überhaupt nicht entkräftet werden. Und sage ich mal, der verbale Ausfall hier von Ihnen, Frau Ministerpräsidentin, zeugt eigentlich auch nur davon, dass Sie in der Sache falsch spielen und die Argumente nicht entkräften können. Und das, was Sie hier abgelassen haben, am Tag, wo in den USA gewählt wurde und wo wir in Zeiten eines Brexit leben und wo in mehreren Landesparlamenten tatsächlich Rechtspopulisten eingezogen sind, ausgerechnet uns als Ihr politischen Gegner identifizieren für Populismus und Sonstiges, da kann man nur noch fragen, wo ist bitte Ihre politische Zielrichtung, wo ist da Ihre Zielvorrichtung, die scheint nicht mehr zu funktionieren. Und das, was Sie gesagt haben, kann man nur noch als rhetorische Inkontinenz abtun. Und damit sollten Sie lieber zu Sanifair gehen und nicht hier in den Landtag. Vielen Dank. Nicht jeder Beitrag ist dazu angetan, die Dinge in dem Sinne zu befrieden, die er selber anstrebt, Herr Kern. Insofern würde ich sagen, das war jetzt gerade an der Grenze dessen, was wir hier richtig finden miteinander. Aber wir sind in einem freien Redeparlament und da wird vieles frei ausgesprochen.